Ja, wir sind hier beim WordCamp in Leiden bei Amsterdam und ich habe ein paar Fragen an Anton zur neuen Version von Camtasia Studio. Anton, stell dich doch erstmal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Anton Bollen. Ich bin der Technology Evangelist für TechSmith hier in Europa. Ich wohne in Berlin und ich treffe mich sehr gerne mit Kunden, bin aber auch für die deutschen Training-Videos zuständig. Anton, es ist ja gerade eine neue deutsche Version von Camtasia Studio 8 erschienen. Nenn noch mal deine Top 5 Features von der neuen aktuellen Version. Ja, eine der wichtigsten Funktionen meiner Meinung nach ist die Greenscreen-Funktion, mit der man den Hintergrund einer Aufnahme entfernen kann und sich so als Sprecher im eigenen Video besser präsentieren kann. Ich denke, das macht viel her, macht die Videos mehr also anspruchsvoller und mehr engaging, wie man im Englischen sagen würde. Eine weitere Funktion, die ich sehr toll finde, ist die Funktion zum Ausschneiden. Und dabei, mit dieser Funktion kann der Bereich eines Videos zurechtgeschnitten werden, also der Bereich, der im Video gezeigt wird. Und das hat den Vorteil, dass man aus einer großen Aufnahme einen kleinen Teilbereich besser zeigen kann, besser präsentieren kann und so auch bei dem Erstellen von Screencasts mehr Kreativität hat und mehr Möglichkeiten hat. Eine weitere Funktion in Camtasia Studio 8.1 ist die Funktion zum Anheften. Damit werden Clips, aus denen ein Teil ausgeschnitten wird, wieder zusammengeheftet, wodurch die Bearbeitung um einiges leichter ist, da der Clip jetzt als ein Clip weiterhin bearbeitet und verschoben werden kann. Auch kann man nun endlich Animationen und Zoompunkte über Schnitte hinweglegen, was in Vorgängerversionen noch nicht möglich war und was die Bearbeitung wirklich einfacher macht. Eine Funktion, die nun endlich hinzugekommen ist, die meiner Meinung nach schon länger in Camtasia Studio hätte sein sollen, ist die Möglichkeit, alle Animationen sowie Eigenschaften von Clips von einem Clip auf den nächsten Clip kopieren zu können. Das heißt, wenn man den Zoom-Level genau richtig eingestellt hat auf die erste Aufnahme und diese Einstellung auf die zweite Aufnahme übertragen möchte, geht das nun durch ein einfaches Kopieren und Einfügen und man muss die Eigenschaften nicht mehr per Hand übertragen. Eine kleine Verbesserung in Camtasia Studio 8.1, die ich gerade sehr toll finde, ist die Option zum Beschleunigen und Abbremsen von Animationen. Bisher waren Animationen, also das Bewegen eines Objektes von Punkt A zu Punkt B, immer mit konstanter Geschwindigkeit. Mit diesem neuen Effekt kann diese Animation aber nun erst etwas beschleunigt und am Schluss wieder abgebremst werden, wodurch das Ganze ein kleines bisschen natürlicher und schöner aussieht. Okay, vielen Dank schon mal, Anton. Das hört sich sehr interessant an. Hast du vielleicht noch einen Tipp für uns? Zum Schluss noch ein Tipp für die Greenscreen-Funktion. Man sollte beim Erstellen der Aufnahme darauf achten, dass man für gute Beleuchtung sorgt und dass der Hintergrund besonders faltenfrei ist. Das macht das anschließende Bearbeiten um einiges einfacher und man spart sich so eine Menge Ärger und Zeit. Okay, Anton, vielen Dank für deine Hilfe und bis zum nächsten Mal. Bis dann.